Wird unsere Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Wir pfeifen heute ein weiteres Großereignis an, nämlich die Open-Air-Saison der lustigen Musikanten ist eröffnet. Herzlich willkommen! Gut, ja, das ja. Macht Spaß. Normalerweise kriege immer ich diesen Ampfiff von meinem Mariandl. Aber heute weiß ich, gilt dieser Ampfiff ausnahmslos unseren Sängern und Musikanten, die sich hier versammelt haben. Herzlich willkommen, Brunner und Brunner, Marc Pirscher, Walter Scholz, Sigrid und Marina, die Randfichte. Ja, da mache ich gerne weiter. Otti Bauer und sein Orchester, die jungen Zillertaler, Maxi Alan, Olaf Berger, Margitta und Töchter und natürlich viele, viele mehr. Einen riesigen Applaus. Ja, liebe Zuschauer zu Hause, herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast in Potsdam, in einer wunderschönen Stadt in der Mark Brandenburg. Und wir sind hier auf dem Krongut Bornstedt. Und damit geht's schon los mit unserer Sendung. Ich freue mich auf Landsleute von mir, ganz, ganz liebe Freunde. Es sind nämlich 6 Supermusiker aus Vorarlberg. 30 Jahre auf der Bühne, 30 Jahre auf dem Gipfel und das, obwohl sie im Tal wohnen. Hier sind die Klostertaler. Und auf die Tanzfläche mit mir gehst. Es sind alle die schönen Sachen, die deine Lippen machen. Es ist einfach alles an dir. Du schaffst mich, du schaffst mich. Ich hab die weiße Fahne gehisst. Du schaffst mich, doch das macht nichts, weil du dafür geschaffen bist. In mein Herz und in mein Leben hast du dich reingereicht. Und du schaffst mich, jeden Tag und jede Nacht. Schalalalalalala, oh, du schaffst mich. Schalalalalalala, oh, du schaffst mich, du schaffst mich. Dein Nachtgebet sprichst, bevor du das Licht ausmachst. Die Art, wie du dich dann neben mich legst und aus dem Nichts einen Sturm entfachst. Es sind all die schönen Sachen, die wir zusammen machen. Es ist einfach alles an
bist. Und mein Herz und in mein Leben hast du dich reingereicht. Oh, du schaffst mich, jeden Tag und jede Nacht. Potsdam war früher ein kleiner Flecken am Ufer der Havel inmitten einer Sumpflandschaft. Aber im 17. Jahrhundert kamen die Hohenzollern und errichteten hier ihren zweiten Regierungssitz neben Berlin. Ja, und damals hielt dann das höfische Leben Einzug und man kann noch heute diese wundervollen Prachtbauten anschauen. Es ist wirklich ein Traum, man kann nur schwärmen und deswegen schauen wir uns das jetzt auch gleich alles an. Der preußische Sonnenkönig Friedrich der Große leistete sich mit Sanssouci, zu Deutsch sorgenfrei, einen privaten Sommersitz mit gigantischen Dimensionen. Größter Bau im weiten Park ist das verschwenderisch ausgestattete Neue Palais. Im Drachenhaus wohnte der königliche Winzer, denn in Sanssouci wurde auch Wein angebaut. Asiatisches war einst schwer in Mode und so brauchte natürlich auch der alte Fritz ein chinesisches Teehaus. Die Orangerie ist der römischen Villa Medici nachempfunden. Sie diente zum Überwintern der tropischen Pflanzen und als Gästehaus für befreundete Herrscher, zum Beispiel für die russischen Zaren. Schloss Sizilienhof, der letzte Bau der Hohenzollern, war nach dem Zweiten Weltkrieg Schauplatz der Potsdamer Konferenz. Hier stellten die Siegermächte die Weichen für die Zukunft. Alles in allem ist Sanssouci ein einzigartiges Ensemble, in dem Natur und Meisterwerke von Menschenhand sich in faszinierender Weise begegnen. Dem alten Fritz sei Dank. Hast du eigentlich gewusst, Marianne, dass Friedrich der Große die ersten Skizzen für das Schloss Sanssouci selber zu Papier gebracht hat? Ja, und er konnte nicht nur perfekt zeichnen, er konnte auch Gedichte verfassen, Bücher schreiben und das alles, man muss sich vorstellen, auf Französisch. Also auf alle Fälle ist faszinierend, Friedrich der Große hat in Preußen den Kartoffelanbau eingeführt und, das ist für mich das Allerschönste, er hat das erste Lottospiel in Preußen herausgebracht. 5 aus 90 hieß es damals. 5 richtige musste man haben, um quasi den Jackpot zu erhalten. Und damit hat der schlaue Kerl sein Stadtsäckl ein bisschen aufgebessert. Aha. Und schau, unsere Finanzminister von heute machen es ihm gleich. Stimmt. Ja. Aber was ihn besonders sympathisch macht, er war wirklich ein lustiger Musikant. Er komponierte Sinfonien und Sonaten und höchstpersönlich gab er sogar Flötenkonzerte. Wir erleben jetzt ein Konzert, zwar nicht vom alten Fritz, sondern vom alten Otti. Ich meine, von Otti dem Großen. Ja, ich spreche von dem Orchester Otti Bauer. Dazu wünsche ich viel Vergnügen mit einem regelrechten Marschsalat. Thank you.
schwer, denn Märchenprinzen, die gibt es nicht mehr. Ich sehe nur Machos ringsum überall, die sind nicht mein Fall. Doch wie Amos Pfeil trifft mich heute dein Blick, ein Feuer im Herzen, es gibt kein Zurück. Es ist wie ein Wunder, Gefühle total. Dankeschön, Sigrid und Marina. Super haben Sie es gemacht. Ich habe hier etwas ganz Besonderes, nämlich das Gästebuch von Krongut Bornstedt. Und die Queen Elizabeth hat sich hier persönlich gnädigst eingetragen in dieses Gästebuch. Sie war ja exakt vor 1,5 Jahren hier zu Gast. Und Queen Elizabeth ist ja auf den Spuren ihrer Verwandtschaft hierher gekommen, denn ihre Großtante Victoria von Großbritannien und Irland hatte den Kronprinzen Friedrich Wilhelm geheiratet. Und die Sommer über haben sie oft und gerne hier auf dem Krongut Bornstedt verbracht. Und diese Victoria, diese Großtante von der Queen, die hat aus diesem Krongut Bornstedt eben ein Mustergut gemacht. Es gab hier alles, was zu einem perfekten Landleben gehörte, vom prächtigen Herrenhaus über den Kuhstall bis hin zur eigenen Brotbäckerei. Und das Mehl für die Bäckerei, das holte man nebenan von der historischen Mühle Sanssouci. Und da gehen wir jetzt hin, mein lieber Schatz. Genau, und wir treffen dort einen wackeren Müllersmann mit seiner schönen Müllerin. Ja. Und es liegt was in der Luft. Mariandl, der Wind geht. Ich glaube, ich mach mich mal ans Tagwerk. Ja, lieber Müllersmann, kannst du mir heute bitte ein ganz besonderes Brot backen? Aber für meine schöne Müllerin mache ich doch alles. Ein besonderes Brot. Ah, Müllerchen, lass da was einfallen, Müllerchen. Aber Schatzi, denk dran, Dinkel mag ich nicht. Ja, ja, ich weiß doch, was du magst. Und Sesam mag ich auch nicht. Ja. Mach mal alles.
und auch keinen Mond. Ja, ja, klar. Aber mit Mehl darf das Brot doch wohl sein, oder? Michael, dauert's noch lange? Schau, Schatz, extra nur für dich. Das ist aber schön, mein liebes Müllerchen. Machen wir das morgen wieder? Ja, mein Schatzelein, wie jeden Tag. Tausend Damen zapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Damen zapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Und im Winter, wenn es kalt wird, heizen wir den Damen zapfen ein. Aber meine große Liebe wird noch heißer als der Damen zapfen sein. Komm zum Damenzapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Damenzapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Ja, im Wald, ja, im Wald, da ist jeder gern allein. Denn im Wald, ja, im Wald, möchte ich immer bei dir sein. Komm zum Damenzapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Damenzapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Zapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Damenzapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Und im Winter, wenn es kalt wird, heizen wir den Damenzapfen ein. Aber meine große Liebe wird noch heißer als der Damenzapfen sein. Zapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Tannenzapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Ja, im Wald, ja, im Wald, da ist jeder gern allein. Denn im Wald, ja, im Wald, möchte ich immer bei dir sein. Komm zum Damenzapfen, zupfen in den Wald mit mir, Maria, Luise. Denn zum Damenzapfen, zupfen geh ich nur mit dir, Maria, Luise. Dankeschön. Super, die jungen Zillertaler. Und unser nächster Künstler wurde quasi ins Showgeschäft reingeboren. Sein Großvater Rolf Ahland hat ganz in Weiß für Roy Black komponiert. Sein Vater Henry Ahland hat mit seiner goldenen Klarinette Musikgeschichte geschrieben. Und er selber ist auch als Moderator und Sänger überaus erfolgreich. Sein neuester Titel heißt Es kommt, wie es kommt. Und hier kommt er persönlich. Und hier ist er, Maxi Ahland. Es kommt, wie es kommt, und es geht, wie es geht. Ja, so geht es, seit sich diese Erde dreht. Wer liebt und wer lebt, lebt am besten sofort. Denn nachher ist es meistens zu spät. Der brave Mann sitzt allein zu Haus, ist ehrenwert und sein Herz ist warm. Doch irgendwann ist der Ofen aus, das kann's nicht gewesen sein. Nein, es kommt, wie es kommt, und es geht, wie es geht. Drum verführ mich, sonst ist es zu spät. Schau auf dem Mond, wenn noch Licht. Diese Nacht ist noch lang, wenn wir es versuchen.
bis solange sich die Erde dreht. Wer liebt und wer lebt, lebt am besten sofort, denn nachher ist es meistens zu spät. Es kommt, wie es kommt, und es geht, wie es geht. Ja, so geht es, seit sich diese Erde dreht. Wer liebt und wer lebt, lebt am besten sofort, denn nachher ist es meistens zu spät. Und wenn du mich davor retten willst, dass ich verliere vor Einsamkeit, dann lass mich fühlen, was du so fühlst. Wir wissen doch beide Bescheid. Es kommt, wie es kommt, und es geht, wie es geht. Drum verführe mich, sonst ist es zu spät. Drum verführe mich, sonst ist es zu spät. Drum verführe mich, sonst ist es zu spät. Mein Mann, ist ja ein Gedicht von einem Mann? Ja, danke, danke, danke. Sag aber nur einmal, gell? Ich weiß das. Und so ein wundervolles Gedicht hören wir jetzt von dir. Ja. Und zwar von einem der bedeutendsten oder dem bedeutendsten Lyriker, der Mark Brandenburg, von Theodor Fontane. Bitte schön. Ja, und das Gedicht handelt von Herrn von Ribbeck auf Ribbeck. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's mittags vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ihr ne Bier? So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Ein wundervolles Gedicht, ein Auszug von diesem Gedicht. Da geht es noch weiter bei Fontane. Die Frucht in der Grabesgruft, aus dieser Frucht wurde dann ein wunderbarer Birnbaum. Und die Kinder konnten sich fortan an den Früchten erlaben. Also ehrlich gesagt, Marianne, ich habe immer geglaubt bisher, Theodor Fontane hätte sich diese Geschichte ausgedacht. Aber das stimmt nicht. Es ist tatsächlich wahr. Herr von Ribbeck auf Ribbeck hat gelebt. Und ich kann jetzt auch den Beweis antreten, denn einer seiner Vorfahren besucht uns heute. Ich sage herzlich willkommen unter Ihrem Applaus, Friedrich von Ribbeck. Hallo. War das wirklich so, wie Fontane es beschrieben hat? In diesem Gedicht trug sich das so zu? Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat sich's genau so zugetragen. Und das hat Fontane sehr schön beschrieben und wir sind Theodor Fontane sehr dankbar. Wir schließen ihn jedes Mal in unser Abendgebet ein. Ja, das glaube ich. Und weil er eben dieses Gedicht geschrieben hat, was das Dorf und uns unsterblich gemacht hat. Und wenn Sie im Herbst, wenn die Blätter wieder golden werden, bei uns an der Kirche vorbeigehen, da steht nämlich ein neuer Birnbaum, der Nachfolger des 1911 vom Sturm umgewehten, ein kleiner Baum heute. Und wenn Sie da ganz still an dem Baum entlang gehen, dann flüstert's im Baume: Wisst ihr ne Bär? Aha. Dann genau, werden wir die Birne jetzt auch gleich flüssig zu uns nehmen. Sie haben uns nämlich einen eigenen Birnenschnaps von Ribbeck mitgebracht. Bevor wir aber anstoßen, meine Damen und Herren, wir trinken für euch mit, Wir trinken mit, genau. Bevor wir aber jetzt dieses Glas leeren, möchten wir unsere nächsten Künstler begrüßen. Die Mama von dieser Gruppe ist eine echte Brandenburgerin. Die Mama hat aber drei zauberhafte Töchter. Und wir hören von ihnen ein 500 Jahre altes, wunderschönes Volkslied. Herzlich willkommen, Magitta und Töchter. Und jetzt zum Wohle. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief.
und sprang wohl in das Meer. Ade, mein Vater und Mutter, ihr seht mich nimmermehr. Ihr seht mich nimmermehr. Da hörte man Glocken läuten, da hörte man Jammer und Not. Da lagen zwei Königskinder, die waren beide tot, die waren beide tot. Mit spanischen Klängen an der Havel. Dankeschön, Olaf Berger. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt bekommen wir Besuch von Deutschlands bekanntesten Bäumen. Sie werden jetzt ganz überrascht sein, denn sie gedeihen in Tonstudios, auf Bühnen, in Hitparaden. Sie haben bei den lustigen Musikanten mittlerweile schon Wurzeln geschlagen. Es handelt sich um den Michel, um den Rups und um den Laudi. Sie kommen aus dem Arzgebirg, auf preußischem Boden. Heute herzlich willkommen, die Randfichten. Ja, Menschensleben an ist er auch noch ziemlich klein. Später wächst er dann heran zu einer Jungfrau oder man kann noch nicht rudern. Kann noch nicht segeln, kann noch nicht Fische fangen auf hoher See. Kann noch nicht rudern, kann noch nicht segeln, kann noch
mich Fische fangen auf hoher See. 17 Jahre ist er alt und die Jungfrau 16 bald. Es ist der liebe schönste Zeit. Zu jeder Stund sind sie bereit. Bereit zum Rudern, bereit zum Segeln, bereit zum Fische fangen auf hoher See. Bereit zum Rudern, bereit zum Segeln, bereit zum Fische fangen auf hoher See. 30 Jahre ist er gar, bringst um ihn die Kinder schon. Alles schreit nach täglich Brot, man hat so seine liebe Not. Das kommt vom Ruder, das kommt vom Segen, das kommt vom Fische fangen auf hoher See. Das kommt vom Ruder, das kommt vom Segen, das kommt vom Fische fangen auf hoher See. Er alt, seine Orgel ist schon kalt und er kann bei dessen Willen den Wunsch der Frau nicht mehr erfüllen. Kann nicht mehr rudern, kann nicht mehr segeln, kann nicht mehr Fische fangen auf hoher See. Kann nicht mehr rudern, kann nicht mehr segeln, kann nicht mehr Fische fangen auf hoher See. Der Kreis, seine Haare sind längst weiß. Sacht steigt er der Treppe empor und klopft beim Petrus an das Tor. Kann man hier rudern, kann man hier segeln, kann man hier Fische fangen auf hoher See. Kann man hier rudern, kann man hier segeln, kann man hier Fische fangen auf hoher See. Und ehrlich gestanden, das habe ich mir immer schon einmal gewünscht. Zwei wunderhübsche blonde Frauen an meiner Seite. Was Besseres kann einem nicht passieren. Ich sage herzlich willkommen bei den lustigen Musikanten Andrea Kiewel. Dankeschön, danke. Andrea, ich grüße dich auch ganz herzlich. Was hört und sieht man demnächst von dir? Am Sonntag, also übermorgen, am 21. Mai, Punkt 11 Uhr ist es endlich soweit. Dann beginnt die Fernsehgartensaison live, wie immer vom Lerchenberg. 2 Stunden von 11 bis 1. Und es wird eine ganz besondere Saison, denn, schau mich an, wie alt sehe ich aus? 22, na, 23. Hast dich versteckt. So. 20. Ach, Entschuldigung. 20-jähriges Jubiläum, also der Fernsehgarten feiert 20. Geburtstag und es ist wie immer eine riesengroße Familienshow, also gleich in der ersten Sendung, die Nicole ist dabei, Thomas Anders, Mary Rose, ihr kommt in die zweite Sendung. Also ich freue mich auch wahnsinnig. Wir sind und jetzt große Fans, wir schauen zu. Ich bin euer Fan. Ja, jetzt schleimt sie aber ganz schön. Nein, schon immer. Okay. Schon aber immer. Trotzdem habe ich jetzt eine irrsinnig gute Idee. Na? Du könntest dich jetzt schon einmal warm laufen und unsere nächsten Künstler. Mach ich mit links. Es handelt sich um ein Künstlerpaar und du solltest ganz besonders, denke ich, auf ihn abheben. Also er ist ein super Typ. Ist er jung? Hat einen Traumbody, ungefähr mein Alter, So, und er ist ein musikalisches Genie. Okay. Bitte sehr, Andrea Kiewel. Viel Vergnügen. Also er, liebe Zuschauer, ist in der Tat ein gestandenes Mannsbild. Sie wiederum ist eine liebe, liebe Kollegin und eine sehr, sehr schöne Frau. Zusammen sind sie das Traumpaar der Volksmusik. Und in Wirklichkeit sind es ihre Lieblinge. Hier sind Marianne und Michael. Wow. Mm. Stadt.
Land, unser Land, so schön wie sonst kein Land. Von den Alpen bis zum hellen Nordseestrand. Unser Land ist Heimat und Leben und es bleibt in Sonne und Regen. Immer unser Land, wo wir geboren sind. Ohne Zahl, alte Häuser, Stroh bedeckt und dunkle Tannenwälder. Blumen blühen im Wiesengrund und die Blätter fallen bunt. Wenn die Sonnenfeuer glühen hoch oben auf den Höhen, es ist die Hoffnung, die uns eint, denn es gibt auch in schwerer Zeit dieses Wir-Gefühl, das tief in unseren Herzen bleibt. Unser Land ist mein Land und dein Land. Unser Land so schön wie sonst kein Land. Von den Alpen bis zum hellen Nordseestrand. Unser Land ist Heimat und Leben. Sonne und Regen, immer unser Land, wo wir geboren sind. Ich gehe gerne Hand in Hand mit dir durch unser geliebtes Land. Ja, das ist unser Land. Geliebtes Land, ein wunderschönes Fleckerl, wo wir heute zu Gast sein dürfen, auf dem Krongut Bornstedt hier in Potsdam. Und ich freue mich jetzt, meine Damen und Herren, auf sehr, sehr erfolgreiche Künstler. Wenn man bedenkt, über 6 Millionen Tonträger haben sie verkauft. Sie wurden ausgezeichnet mit dem Echo und auch mit dem österreichischen Gegenstück, nämlich mit dem Amadeus. Und sie haben sage und schreibe 11-mal die goldene Stimmgabel bekommen. Ja, und was glaubst du, Marianne, woher solch erfolgreiche Menschen herkommen? Kann man schon denken. Natürlich aus meiner Heimat. Ja. Aus der schönen grünen Steiermark. Wir begrüßen Charlie und Jogi. Wir begrüßen Bruno und Bruna. Sie haben uns ihr neues Album mitgebracht. Das heißt, ich liebe dich. Ab 6. Oktober sind sie auf Tournee und wir freuen uns auf euch beide mit dem Lied Ich liebe dich. Bruna und Bruna. Ich liebe dich auch. Ich dich auch. Wir beide, wir träumen und lachen schon lang nicht mehr. Am offenen Meer. Die Nächte, wo wir uns noch wollten, sind lang vorbei. Und wenn wir mal schlafen, na dann muss es wohl sein. Wir schreien uns an ganz ohne Grund und glauben wegen Labalien rum. Doch was zu sagen wäre, nein, das sagen wir uns nicht. Ich liebe dich, sag doch mal, ich liebe dich. Ich liebe dich, sag's mir noch einmal. Sag doch mal,
Schluss mehr, wenn wir zur Arbeit gehen. Wo sind all die Träume von damals nur geblieben? Wir haben uns vor Jahren noch Blumen ins Herz gestochen. Beim Fernsehen an. Sag, es ist nur los. Mit uns, die Luft ist raus. Es läuft nicht rund. Wo ist sie hin, die Liebe? Wo hat sie sich versteckt? Ich liebe dich, sagt der Mann. Kann man gar nicht oft genug von Brunner und Brunner hören. Ein toller Song, danke schön. Jesus na. Was heißt Jesus na? Ui, du schaust aber schneidig aus. Ja, Marianne, das liegt an dieser berühmten Pickelhaube. Mhm. Die macht sogar seinem gemütlichen Steirer, wie ich einer bin, einen gnadenlosen Haudegen. Ja, kann Tja, sein. 1842 hat diese Pickelhaube Einzug gehalten in der preußischen Armee und seitdem steht sie eigentlich als Symbol für alles, was deutsch ist. Und sogar in die Gebärdensprache hat die Pickelhaube Eingang gefunden. Der vor der Stirn hochgestreckte Zeigefinger, so wie ich das jetzt mache, steht also für das Wort Deutschland. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das ist ja sehr interessant. Ja, zeige ich einmal unserem Publikum. Das ist Deutschland. Du Schatzi, aber dann würde mich ja interessieren, weil du immer so von deinem Land Österreich schwärmst. Wie spricht man oder zeigt man in der Gebärdensprache das Land Österreich? Da musst du mein Mikrofon halten. Magst Gerne? Du das bitte? Ja. Aus der tragende Rolle jetzt. Bitte schön. Okay. Zeig einmal. So. Aha, und was bedeutet das? Das sind die Krallen des Adlers. Das ist das Wappentier der Österreicher. Wunderbar. Ja? Schön. Ja, eben. Und damit habe ich ja gleich die perfekte Überleitung, denn aus dem Zillertal freuen wir uns jetzt nämlich jetzt auf einen richtigen, lustigen Musikanten, auf Marc Pircher. Du sagst, ich bin ein Cassandra. Und wechsle Mädchen wie Blue Jeans. Ich breche alle Herzen, eins und zwei und drei, und denke nichts dabei. Du sagst, ich weiß ja nichts von Liebe, und treu sein, das wär nichts für mich. Ich hab mich aber plötzlich eins und zwei und drei verliebt in dich. Ich war nie ein Casanova, ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova. Was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das, my love, dann lass sie einfach reden.
weißt, ich könnte so gut lügen. Die meisten fallen darauf rein. Ich mach nur einfach so und eins und zwei und drei, dann sind sie schon dabei. Du sagst, ich bin wie alle anderen. Ein Mann wie ich ist nichts für dich. Ich aber muss dir sagen, es gibt keine andere für mich. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova, was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das, my love, dann lass sie einfach reden. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Ich war nie ein Casanova, was ich will, bist du allein. Wenn die anderen sagen dies und das, my love, dann lass sie einfach reden. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein. Ich war nie ein Casanova, denn ich will nur dich allein. Herzlichen Dank, lieber Marc Pircher. Ja, meine Damen und Herren, und ich habe jetzt im sprichwörtlichen Sinn hohen Besuch bekommen, und zwar ganz besondere Kerle. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir seiner Majestät Infanterieregiment Nr. 6, die Riesengarde, die langen Kerls aus Potsdam. Und ich freue mich jetzt natürlich, einen Fürsten begrüßen zu dürfen, Leopold I. von Anhalt-Dessau, den sagenhaften alten Dessauer. So alt schaut er mir gar nicht aus, muss ich dazu sagen. Sie waren ja ein enger Vertrauter des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm. Welche Größe war denn Voraussetzung, dass man aufgenommen wurde in diese Garde? 6 preußische Fuß, 1,8804, und er sieht mir so aus, er hat eine gefährliche Größe. Weiß sie das? Oh! Weiß sie das? Das bedeutet, Sie würden unter Umständen mein Michael auch einziehen und immer ein bisschen preußischen Drill. 4 Taler, Fourage und Uniform kriegt er gestellt vom König. Harte Zeiten kommen auf dich zu. Also, eine Riesengarde. Da gab es ja auch einen super großen Menschen, den Iren James Kirkland, mit, glaube ich, 2,17 Meter. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt ein Ire in ein preußisches Garderegiment? In Potsdam auf dem Exerzierplatz, auf dem Lustgarten, herrschte ein babylonisches Sprachengewirr. Aus ganz Europa waren die Kerls teilweise natürlich auch nicht gerade freiwillig, also durch die Werbekommandos, aber das war international die Garde. Und diese Garde wurde ja 1990 als gesamtdeutscher Verein quasi wiederbelebt. Was können wir denn heute von ihrer Garde erwarten? Was will er denn sehen? Na, was will man sehen, Marianne? Also ich würde es gerne haben, wenn die Kerle feuern. Dann geben wir aber das Feuerkommando. Am Bus zum Gefechtsexerzieren. Schlaget an! Die Garde ist zum Feuer bereit, Herr Kapitän. Feuer! Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den langen Kerls aus Potsdam, bei Ihnen, Fürst von Anhalt-Dessau. Und wir hören jetzt Ihr Lieblingsstück. Und wir freuen uns auf das Landespolizeiorchester Brandenburg unter der Leitung von Jürgen Bludowski und auf den unvergleichlichen Walter Scholz mit seinen einzigartigen Trompetenvariationen. Und was könnten wir wohl hören? Hier an dieser Stelle, nämlich den Dessauer Marsch, den alten Dessauer, viel Vergnügen! Thank you.
Das war's schon aus Potsdam vom Grundgut Bonstedt. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder bei den lustigen Musikanten und wir gehen dazu in den Harz, in die mittelalterliche Stadt Goslar. Mit dabei sein werden Francino Di, Semino Rossi, Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Und in einer Woche sehen wir uns beim Grand Prix der Volksmusik-Vorentscheid aus München. Unbedingt anschauen. Wir freuen uns, dass Sie noch einen schönen Abend haben. Alles Gute, bleiben Sie lustig. Servus, eure Marianne. Und natürlich euer Michael. Tschüss, tschüss miteinander. Servus. Servus und tschüss.